Sie werden erstaunt sein, aber ich habe eines meiner Hauptthemen hier der Photovoltaik gewidmet, eher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es gibt auch kritische Punkte zu beleuchten. Also, ich beginne mit der Energiestrategie 2050 des Bundesrats bezüglich erneuerbarer Energien. Das ist ja mein Auftrag hier. Wo stehen wir heute mit den erneuerbaren Energien? Wir haben eine ausführliche Statistik zu den erneuerbaren Energien, die oft etwas verloren, vergessen wird. Und dann eben dieser Spezialfall Photovoltaik. Da werde ich vor allem auch die Entwicklung in Deutschland ganz kurz erwähnen und auch den Zusammenhang zu Pumpspeicherenergie, die in Zukunft noch wichtiger werden kann. Nun, die Energiestrategie 2050, wie sie vom Bundesrat am 25. Mai letztes Jahr beschlossen wurde, keine neuen Kernkraftwerke, Energieeffizienz verstärken, das ist ein Thema, das auch abendfüllend sein könnte. Mit Minergiegebäuden ist dort das Thema gegeben. Wasserkraft ausbauen, Zielgröße 10 Terawattstunden bis 2050, das ist inklusive Pumpspeicherkraftwerke, wenn man nur die wirklich zusätzliche Wasserkraft berücksichtigt, sind das 4 Terawattstunden bis 2050, das ist der Zielwert. Anteil erneuerbarer Energien ausbauen, da ist die Zielgröße 22,6 Terawattstunden Strom, da sprechen wir jetzt erneuerbaren Strom ohne Wärme. Und den Restbedarf durch fossile Stromproduktion decken, primär BKK und sekundär Gaskombikraftwerke. Nun, das ist vielleicht die wichtigste Darstellung, die Sie immer wieder gesehen haben im Zusammenhang mit diesem Druck, mit diesen Energieperspektiven, die von Prognosen erstellt werden. Das ist das hydrologische Jahr, man muss immer unterscheiden zwischen dem Winterhalbjahr, wo wir ja eben eine Versorgungslücke haben, während im Sommerhalbjahr, wo die Flusskraftwerke gut laufen, haben wir sogar ein Überangebot an Strom. Das Ziel dieses Szenarien ist aufzuzeigen, wie wir vor allem im Winterhalbjahr den Strombedarf abdecken können. Sie sehen hier zwei Stromnachfrageszenarien. Das Szenario weiter wie bisher, da steigt der Strombedarf weiterhin an von rund 65 Terawattstunden auf 86. Und mit der neuen Energiepolitik soll es jetzt eben möglich sein, rund 24 Terawattstunden einzusparen, sodass wir praktisch den Stromverbrauch auf rund 60 Terawattstunden stabilisieren können. In diesen Grafiken sehen Sie immer, unten ist Wasserkraft, dann hier der Ausstieg oder die Abschaltung der Kernkraftwerke am Ende ihrer technischen Laufzeit. Und das Orange, das sind die Lieferverträge mit Frankreich, die sind heute noch sehr wichtig, aber auch die laufen aus. Das heißt, wir haben wirklich ab 2020 spätestens haben wir diesen Bedarf, Deckungsbedarf, der irgendwie gedeckt werden muss. Das sind also nochmals 24 Terawattstunden. Das sind zwei Zahlen, die einfach zu merken sind. Durch Stromeffizienz wollen wir den Verbrauch um 24 Terawattstunden senken und wir müssen rund 24 Terawattstunden zusätzliche erneuerbare Stromkapazitäten bauen. Nun, wie sieht das aus für den erneuerbaren Strom? Leider ist hier die Achse verloren gegangen, das sind Gigawattstunden. Das ist jetzt das Szenario dezentral und erneuerbare Energien mit der Nachfrage neuer Energiepolitik, also wirklich mit verschärften Maßnahmen bezüglich Stromeffizienz. Wir sind heute bei rund 1 Terawattstunden und das kommt vor allem von den KVAs. Die KVAs, die gehen noch vergessen, aber wir sind heute neben der Wasserkraft der wichtigste erneuerbare Stromlieferant. Wenn wir dann ins Jahr 2050 gehen, insgesamt mit der Wasserkraft, 4 Terawattstunden Wasserkraft, kommen wir auf 27 Terawattstunden zusätzlich erneuerbaren Strom. Und der gewichtigste Anteil hier drin hat die Photovoltaik mit 10 Terawattstunden. 10 Terawattstunden, heute sind wir noch nicht so weit. Aber Deutschland ist schon dort. Deutschland ist schon dort. Das sind jetzt die anderen erneuerbaren Energien, also vor allem erneuerbare Energie im Wärmebereich.
Wie Sie sehen, wir sind beim Holz, haben wir schon über 30 Petajoule, die heute genutzt werden. Der Verbrauch von Holz wird eher abnehmen in diesem Szenario bis 2050. Holz kann man nur einmal verbrennen, entweder macht man Wärme draus oder man macht Strom draus. Was aber ganz klar zunimmt, das ist Umgebungswärme mit Wärmepumpen. Der Anteil Wärmepumpen, Umgebungswärme hat sich schon verdoppelt zwischen 2000 und 2009 und wird sich nochmals etwa verdreifachen bis 2050. Das ist wirklich ein wichtiger Teil. Und im Neubaubereich, Einfamilienhäuser, haben die Wärmepumpen ja einen sehr hohen Marktanteil heute schon. Auch die Solarthermie wird wesentlich zulegen. Jetzt eine Frage, die interessant ist, wenn man politische Ziele setzt, ist, welches ist der Anteil erneuerbarer Energien am Ende der Lieferkette? Wie Sie wissen, die EU hat die Vorgabe gemacht, dass gesamteuropäisch 20% des Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden soll bis 2020. Nun, ich habe das hier aufgezeigt, was das anhand dieses Szenarios bedeuten würde. Wir sind heute bei einem Anteil, wenn man das jetzt Wärme, erneuerbare Wärme plus Strom zusammenzählt, sind wir heute bei einem Anteil von 20%. In den Szenarien, mit dem Szenario Neue Energiepolitik, kommen wir auf einen Anteil von 26%. Bis 2020, bis 2035 zu einem Anteil von 42% und bis 2050 fast 60%. Ich habe gerade heute gelesen, dass auch die deutsche Regierung mit ihrem Energiepaket auch einen Anteil von 60% anstrebt bis 2050. Diejenigen Leute, die mit der 2000 Watt Gesellschaft betraut sind, die wissen oder die werden sich daran erinnern, dass das Ziel bei der 2000-Watt-Gesellschaft ist, diese einerseits bis 2100 ungefähr zu erreichen und dass man dort diese 2000 Watt mit rund 3/4 Erneuerbaren abdeckt und 1/4 fossile Energien, das entspricht dann einer Tonne CO2. Also, wir sind hier auf gutem Weg zu einem Anteil von 75% erneuerbare Energien im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft. Nun ganz kurz zur Statistik heute. Heute haben wir im Strombereich dann mit der Wasserkraft ungefähr 53% erneuerbaren Stromanteil und bei der Wärme sind es 15%. Wie sind die aufgesplittet? Beim Strom, Elektrizität ist natürlich eben die Wasserkraft am wichtigsten, dann eben erneuerbare Anteile aus dem Abfall. Abwasserreinigungsanlagen, aber wo Sie den größten Anstieg sehen, ist bei Sonnenenergie, Photovoltaik und Windenergie. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist sogar die Photovoltaik, der Beitrag der Photovoltaik ist in der Schweiz doppelt so hoch wie derjenige für Windenergie. Im Wärmebereich, ich habe es schon angetönt, Umweltwärme, Wärmepumpen, die haben sich rund verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Biomasse, Nutzung, also Holz, die bleiben relativ konstant. Auch die ARAs sind, Entschuldigung, das ist KVAs, sind konstant. Auch die ARAs sind konstant. Sonnenenergie ist auch am Boom. Ich komme gleich darauf, welches die Teile sind. Das sind die bestehenden Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien. Im Strom haben wir die kostendeckende Einspeisevergütung, die liegt im Moment bei 0,45 Franken pro Kilowattstunde und da kommen rund 270 Millionen Franken pro Jahr zusammen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Einspeisevergütung, diese Finanzierung auf 0,9 Franken erhöht werden könnte bis 2013, ab 2013. Das ist aber noch nicht beschlossen. Aber das bestehende Gesetz würde das vorsehen. Im Wärmebereich haben wir die Teilzweckbindung der CO2-Abgabe. Da kommen 67 Millionen Franken zusammen für die Förderung von erneuerbaren Heizsystemen, Holzfeuerungen, Solarthermie und Wärmepumpen bei Sanierungen. Bei Sanierungen ist es natürlich viel schwieriger, eine Wärmepumpe einzubauen.
Diese 67 Millionen, die werden durch die Kantonsbeiträge noch mindestens verdoppelt. Also es sind rund 150 Millionen Franken, die zur Verfügung stehen. Und eben auch ein Treiber, die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, die sehen vor, dass bei Neubauten 20% des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien abgedeckt werden muss. Und das hat natürlich eben der Solarthermie in den letzten 3 Jahren einen Push gegeben. Nun zum Thema Photovoltaik. Das große Politikum ist immer die Warteliste. Das ist die Warteliste gemäß Swissgrid vom letzten September. Wir sehen, es sind fast 11.000 Photovoltaik-Projekte auf dieser Warteliste. Der projektierte Energiebeitrag ist aber kleiner als für die meisten anderen Technologien, außer für Geothermie. Es sind einfach sehr viele kleine Projekte. Nun, dass es diese Warteliste gibt, das ist eben gewollt durch den Gesetzgeber so vorgesehen, weil er gesagt hat, wir haben begrenzte Mittel, 270 Millionen, mit denen wollen wir das Maximum rausholen. Wir können jetzt nicht einfach die ganzen Mittel in die teuerste Technologie stecken. Deshalb gibt es diese Abgrenzung. Photovoltaik, solange die ungedeckten Kosten, also die Gestehungskosten, über 50 Rappen liegen, durfte nur 5% dieses Geldes für Photovoltaikförderung verwendet werden. Jetzt, seit über einem Jahr, sind die Kosten auch unter 50 Rappen gefallen und wir haben 10% dieser 73 Millionen grundsätzlich zur Verfügung. Und wenn es weiter absinkt, werden es 20% oder sogar 30%. Nun, was ist in Deutschland passiert? Die Photovoltaik hat geradezu explodiert. Wir sind jetzt bei 17 Gigawatt Peak-Leistungen in Deutschland. Aber das hat auch etwas gekostet. Das ganze EEG, Erneuerbare Energiegesetzumlage, verursacht heute Kosten im Bereich 13 Milliarden Euro pro Jahr. Und das bedeutet, die KEF ist bei uns bei 0,45 Rappen, in Deutschland sind es 3,6 Euro Cent pro Kilowattstunde im 2012. Das heißt rund 10-mal höhere Belastung des Strompreises in Deutschland als in der Schweiz. Und die deutsche Regierung hat das Problem erkannt und hat jetzt die Notbremse gezogen. Das sind diese Absenkkurven, also die Vergütungssätze, die wurden laufend abgesenkt. Das ist jetzt eben der technische Fortschritt, den Ludwig Meyer schon anfänglich erwähnt hat. Im Moment sind wir bei 25 Euro Cent pro Kilowattstunde Vergütung. Aber also, die deutsche Regierung hat also die Notbremse gezogen und hat diese Vergütungssätze gerade Anfangs Monat massiv zurückgenommen auf 25 Euro Cent pro Kilowattstunde. Weil sie einfach gesehen hat, dass die Kosten sonst explodieren. Nun ein anderes Beispiel aus Deutschland. Das ist die geplante Tagsproduktion in Deutschland vom letzten Freitag, 16. März. Geplant heißt hier nicht einfach hypothetisch, das heißt das, was wirklich im Fahrplan geplant wurde und dann in der Regel auch ziemlich eingehalten wird. Was wir hier sehen, das ist also der Tagesverlauf, letzten Freitag, nicht? Zuunterst die grauen Balken, das sind konventionelle Stromproduktionsanlagen, also Kohle, Kernenergie, Gas. Das Grüne ist der Wind. Wind ist ja grundsätzlich schon relativ gut ausgebaut in Deutschland. Und jetzt, am Mittag, gibt es diese Solarspitze. Photovoltaikstrom macht am Mittag plötzlich ein Viertel der ganzen Last aus. Ein Viertel der ganzen Last und die konventionellen Kraftwerke müssen sogar schon leicht zurückgefahren werden. Das heißt, bisher hatte man immer eine Mittagsspitze, die man irgendwie brechen musste. Und inzwischen haben wir eher dann mit konventionellen Kraftwerken eine Morgenspitze und eine Abendspitze zu bewältigen. Das heißt, Speichertechnologien werden sehr wichtig werden. Deshalb hier das Funktionsprinzip eines Pumpspeicherkraftwerks,
gehe davon, dass Sie grundsätzlich damit einvertraut sind. Für ein Pumpspeicherkraftwerk braucht es zwei Seen, zwei Reservoire, Wasserreservoire, eines oben, eines unten. Bei hohem Strompreis wird man Wasser runterlassen, turbinieren, Strom produzieren, mit großen Geräten. Und bei tiefem Strompreis, in der Regel ist das nachts, wird man Wasser hochpumpen, das Reservoir oben wieder füllen. Das werde ich überschreiben. Nun, das ist der typische Lastverlauf in der Schweiz. Und zwar beträgt der Lastverlauf ungefähr zwischen 6 und 10 Gigawatt Leistung durch den Tag. In der Nacht ist er tief, am Mittag ist er hoch, im Winter ist er grundsätzlich höher als im Sommer. Das ist die Ausgangslage, die Nachfrage nach Strom, nicht? Und jetzt haben wir neue erneuerbare Energien, Biomasse und Geothermie, die liefern sogenannte Wandlast. Wir haben etwas Wind, die verläuft nicht, die ist nicht ganz planbar, also man nennt das stochastische Energie. Und wir haben am Mittag jeweils Photovoltaik, also Solarstrom-Peaks. Und ich habe vorhin gesagt, wir sind im Szenario 2050 sind wir bei 10 Terawattstunden Strom aus Photovoltaik. Das entspricht einer installierten Leistung von rund 10 Gigawatt. Und 10 Gigawatt ist genau das, was die Schweiz im Moment an einem Spitzentag am Mittag verbraucht. Das heißt, wir können wirklich die Mittagsspitze mit Photovoltaik abdecken. Aber was machen wir mit den restlichen Erneuerbaren? Also wir werden hier beispielsweise darüber über die Nachfrage hinausschließen. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Pumpspeicher zu bauen und zu haben in Zukunft. Alleine schon für die Schweiz. Als die geplant wurden, hat man vor allem noch ans Ausland gedacht, aber ich denke, inzwischen müssen wir verstehen, dass es sogar alleine für die Schweiz sehr wichtig sein könnte. Das ist der Stand der Pumpspeicherplanung in der Schweiz. Das sind, wie gesagt, etwa 4 Gigawatt. Pumpkapazität werden bis 2020 dazu kommen. Schlussfolgerungen: Die Energiestrategie 2050 setzt auf Stromeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien. Wir nähern uns der 2000 Watt Gesellschaft. Im Wärmebereich Neubauten sind wir gut unterwegs mit dem Gebäudeprogramm. Also das Gebäudeprogramm zeigt, was auch bei bestehenden Bauten möglich ist. Strom aus Erneuerbaren, die Potenziale sind begrenzt oder stoßen auf Widerstand bei Natur- und Landschaftsschutz. Potenzial Photovoltaik ist wenig begrenzt, aber noch heute im Moment noch eine teure Technologie. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieselben Probleme produzieren wie in Deutschland. Das scheint ja nicht der Fall zu sein, weil wir eben diese Deckelung haben. Und bei erhöhter Photovoltaik Produktion wird das Lastmanagement zur Herausforderung, aber die Schweiz hat Flexibilität dank Pumpspeicher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.